Ein Baum pflanzen, ein Haus bauen, ein Kind zeugen. So ungefähr lautet ein altes Sprichwort, das die Dinge aufzählt, die wir jungen Leute in unserem Leben erreichen sollten. Aber gerade wenn es um ein Haus bauen oder selbst ein Haus kaufen geht, wird das heutzutage immer schwieriger. Wie die Bundesjustizministerin Katharina Barley von der SPD das ändern möchte und ob ihre Idee so sinnvoll ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Die meisten von euch sind wahrscheinlich wie wir Anfang bis Mitte 20 und denken noch nicht im Ansatz an einen Hauskauf. Das könnte sich aber schon in wenigen Jahren ändern, da eigene Immobilien eine gute Möglichkeit darstellen, um frühzeitig für das Alter vorzusorgen. Und spätestens wenn man die perfekte Partnerin oder den perfekten Partner gefunden hat, mit dem oder der man sich eine Familiengründung vorstellen kann, spielt der Gedanke ans Eigenheim sicherlich eine Rolle. Ich selbst habe Freunde, die sich jetzt schon ernsthaft darüber Gedanken machen. Ganz ehrlich, ich persönlich bin schon froh, wenn ich für den nächsten Monat, ja die nächste Woche mit genügend Nudeln und Pesto vorgesorgt habe. Wie soll ich denn da bitte ans Alter denken? Aber nun ja, früher oder später wird ein Immobilienkauf wahrscheinlich für uns alle relevant. Und unter dem Gesichtspunkt lohnt sich auch ein Blick auf den aktuellen Vorschlag von Katharina Barley. Bislang ist es so, dass der Immobilienkäufer auch die Kosten für den Makler tragen oder sich zumindest beteiligen muss. Barley möchte nun die Verkäufer in die Pflicht nehmen, die Maklerkosten selbst zu bezahlen. Das Ganze läuft unter der Überschrift Bestellerprinzip, also derjenige, der den Makler bestellt, bezahlt ihn auch. Und das sind eben meist die Verkäufer. Wie Barley gegenüber der Süddeutschen Zeitung äußerte, möchte sie damit vor allem junge Leute und Familien entlasten. Das Ganze erscheint auch erstmal naheliegend. Laut Statistischem Bundesamt wechseln jährlich 500.000 Immobilien den Besitzer, wobei in 2/3 aller Fälle ein Makler beteiligt ist. Diese kassieren eine Provision von bis zu knapp 7%, die gerade in Ballungsgebieten mit Wohnraumknappheit häufig vom Käufer allein getragen werden muss. Wenn ich also, sagen wir, ein Haus für 250.000 Euro kaufen will, muss ich allein für den Makler mit zusätzlichen 17.500 Euro rechnen. Dem Verkäufer ist dabei erstmal völlig egal, wie hoch die Maklergebühren sind. Immerhin muss er sie Stand jetzt nicht selbst übernehmen. Also wäre es doch wirklich fair und sinnvoll, wenn das geändert würde, oder? Nein, sagen die Kritiker. Denn sie befürchten, dass die Verkäufer die zu zahlende Maklerprovision einfach auf den Verkaufspreis aufschlagen und so ausgleichen könnten. Sprich, wir Käufer würden nicht weniger, sondern im Zweifel sogar mehr bezahlen, je nachdem, um wie viel der Verkäufer den Preis erhöht. Die SPD sieht das anders und stellt sich hinter Barley. Wenn die Maklergebühr im Kaufpreis enthalten ist, dann hat der Verkäufer anders als bisher auch ein Interesse daran, diese möglichst gering zu halten. Schließlich möchte er immer noch seinen Gewinn maximieren. Die FDP fordert stattdessen für eine Lösung des Problems bei der Grunderwerbsteuer anzusetzen. Diese wird, wie der Name schon sagt, beim Kauf eines Grundstücks oder von Grundstücksanteilen fällig. Bis zum Jahr 2006 lag sie in allen Bundesländern bei 3,5%. Seitdem ist sie aber in den meisten Ländern stetig angestiegen. In Nordrhein-Westfalen hat sie sich sogar fast verdoppelt. Wenn unser 250.000 Euro Haus also in NRW steht, müssen wir jetzt nochmal fast 17.000 Euro Grunderwerbsteuer zahlen. Die FDP will nun einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer bis zu einem Höchstwert von 500.000 Euro einführen. Wenn wir also nochmal an unser Haus für 250.000 Euro denken, müssten wir dafür keine Grunderwerbsteuer mehr zahlen. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Die FDP möchte den oberen Mittelstand entlasten, indem sie Steuererleichterungen beim Hauskauf verspricht. Die SPD will die Steuern nicht anrühren und versucht, den Verkaufspreis von Häusern durch geringere Maklergebühren zu drücken. Beide machen also Politik für ihre Wählergruppe. Der Journalist Andreas Bachmann vom Bayerischen Rundfunk hat eine ganz andere Idee. Er forderte kürzlich in seinem Tagesthemenkommentar, das Angebot durch weitere Baumaßnahmen zu vergrößern. Mehr Häuser für weniger Käufer bedeuten einen günstigeren Preis. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Der Bund könnte dabei etwa durch das Abschaffen einiger Vorschriften helfen, den Bürokratieaufwand zu verringern und Bebauung zu erleichtern. Barleys Vorschlag aus der SPD ist mit Sicherheit gut gemeint. Inwiefern das Bestellerprinzip aber wirklich zu geringeren Maklerkosten und damit zur Entlastung der Hauskäufer führt, ist momentan noch schwer zu beurteilen. Aber was meint ihr? Haltet ihr solche Maßnahmen für sinnvoll und wenn ja, tendiert ihr eher zu einem Freibetrag der Grunderwerbsteuer oder zu einem Wegfall der Maklerkosten? Und mal ganz generell, spielt so ein langfristiger Gedanke wie der an einen Hauskauf überhaupt schon eine Rolle für euch? Lasst uns all das gern in den Kommentaren wissen.
Wir hoffen jedenfalls, euch hat das Video gefallen und am Montag erwartet euch dann Janosch mit unserem nächsten langen Video. Und damit bis zum nächsten Mal.